Hallo liebe Fight-Fans, ich bin's wieder, Max hier von Grand Pound TV. Ich stehe hier auf der MMA Fight Night von Superior FC in Gießen. Und die hat um ein Jahr nicht stattgefunden, weil die Stadt Gießen sich ein bisschen quergestellt hat. Aber Superior FC hat das bis zur letzten Instanz durchgefochten und haben da wirklich einen Präzedenzfall geschaffen. Und so freuen wir uns auf tollen Abend mit tollen Kämpfen. Und Danny, hast du ein paar Kämpfe oder ein paar Kämpfe, die du nennen möchtest? Auf jeden Fall. Sebastian Maron gegen Raimund Jarman. Das wird ein sehr spannender Kampf. Beide haben in der Vergangenheit schon mal gegeneinander gekämpft. Jarman hat bei Respect gegen Sebastian Maron gewonnen via Triangle. Sebastian wird heute auf Payback, in Payback-Stimmung sein, möchte gewinnen. Beide mussten in der Vergangenheit einige Niederlagen hinnehmen, darum wird es heute auch um viel gehen. Des Weiteren wird Andreas Bürgels heute kämpfen. Er hat einen sehr, ja, für ihn auch bedeutenden Kampf bei der WFC, wo er auch Fuß fassen möchte, sich auf internationalem Boden präsentieren möchte. Und darum wird er heute auch um eine gute Performance bemüht sein. Ja, und es gibt auch noch einige Kämpfe, sag ich mal, die du ja hier hervorheben möchtest. Ja, ich möchte was zum Andreas Bürgels noch sagen. Der ist ja letztes Mal hat er ja ist er in die Armbar gekommen von Jeffrey Waldmanns und hat ja selber gesagt, es war ein Problem mit seiner Kondition. Und wir werden jetzt heute einmal sehen, von wegen, weil Kondition ist ja etwas, woran man arbeiten kann, ob er da heute da richtig als genug Gas im Tank hat. Und weil der hat ja den Jeffrey Waldmanns in der letzten Niederlage auch zwei Runden lang wirklich dominiert. Ne? Und heute wird natürlich auch noch der Cengiz Dana da sein, der jetzt wieder endlich ins Leichtgewicht zurückkommt, wo er eigentlich auch, wenn man mal ehrlich, auch hingehört. Und weil im Weltergewicht, naja, er wollte sich halt mit Jungs am Weltergewicht schlagen, aber im Leichtgewicht, da wird er wahrscheinlich nicht zu stoppen sein. Und jeder, der gesehen hat, von wegen, wie der halt bei uns in dem Videoblog aus Japan, wo er zusammen mit Nick war, mit dem Sean Fru, also da hat er ja wirklich Kombinationen rausgehauen, mein lieber Schwan. Man kann davon ausgehen, dass er topfit hier heute ist und ja, man hat die Kombination in der Videoblog gesehen und ja, es sieht sehr vielversprechend für ihn heute Abend aus. Ja, und natürlich ist noch Big Daddy Andreas Kaniotakis da, der hätte eigentlich gegen den Igor Slomkin kämpfen sollen und der jetzige Gegner hätte eigentlich gegen den Thorsten Kronz kämpfen sollen, so haben sie den Kampf zusammengelegt. Wir werden mal sehen, von wegen, wie lange halt, was Big Daddy vorhat, holt er ihn auf den Boden, obwohl er sein Gegner ja ein sehr guter Judoka sein soll und ein sehr guter Sambo-Kämpfer, aber Andreas ist ja selber auf dem Boden, sehr guter Mann. Ich schätze mal, er klingelt ihn Stand an, hast du schon irgendeine Vorhersage? Ich gehe auch davon aus, dass Big Daddy den Kampf gewinnen wird. Wie, ist es immer schwer zu sagen und ja, lassen wir uns überraschen. Wovon ich mich auch heute Abend überraschen lassen möchte, sind die Sambo-Kämpfe. Und nämlich heute werden auch Sambo-Kämpfe vier Stück stattfinden und sie werden auch im Ring kämpfen, also für sie auch ungewohntes Terrain. Jeder, der schon mal Jana Stefan vielleicht hat im Sambo kämpfen sehen, weiß, dass sie normal auf Judo-Matten kämpfen und bewegungsfreieres Terrain haben. Wie sich das hier heute auswirken wird, ich bin gespannt drauf. Ja, ich auch. Und natürlich werden wir wieder Backstage gehen. Wir werden also gucken, wo von wegen für euch noch ein paar schöne Bilder empfangen beim Aufwärmen, mit den Leuten ein bisschen vor den Kämpfen, nach den Kämpfen reden, so wie das schon von uns kennt. Und natürlich wollen wir unseren Sponsoren danken. Willst du mal anfangen, Danny? XTFC Fight Nutrition, Phantom MMA. Ja, und Vantage Fighting. Vielen Dank.